Hallo Benjamin, das wird eine Videoantwort für dich, für den Kanal Nanduart. Du hattest heute Morgen, glaube ich, 350 Abonnenten. Herzlichen Glückwunsch. Du wolltest von uns Schneidwerkzeug gezeigt bekommen, was man durch den Sicherheitscheck bekommt. Hier habe ich dir was mitgebracht. Du wirst es vielleicht erkennen, das ist ein stinknormaler Eiskratzer. Man sieht hier auch, hier ist er schon bös ramponiert. Also das dürfte relativ problemlos durch einen Sicherheitscheck zu bekommen sein. So, hier ein Ast, ein frischer, natürlich kannst du mit dem kein trockenes Holz schnitzen, das ist ganz klar. Aber frisches Holz geht natürlich auch. Man könnte ihn jetzt natürlich noch schleifen, aber ich mag diese Plastikspäne, die dabei entstehen, jetzt nicht hier im Wald liegen lassen, und ich wollte das Ganze im Wald drehen. Daheim könnte man den natürlich noch schön anschärfen, dann wird das auch wesentlich besser gehen. Aber wie man sieht, geht es auch mit dem relativ stumpfen. Zwar nicht wirklich so gut, aber erträglich. Ah, da, die Seite ist ein bisschen schärfer. Wie man sieht, man kann damit durchaus auch Holz schnitzen, aber es ging ja um Schneidwerkzeug. Hier haben wir eine Brombeerranke und jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Schneiden. Man sieht, also das geht schon wesentlich besser. Also als Schneidwerkzeug für weiche Sachen durchaus geeignet. Gut, das soll jetzt meine VA für dich gewesen sein. Ich hoffe, das hat dir soweit gefallen. Natürlich, dieses Hartplastik kriegt man, wenn man das schleifen tut, relativ messerscharf. Aber wie gesagt, ich mag jetzt nicht diese feinen Plastikspäne hier im Wald rumliegen lassen. Ich habe jetzt auch nichts, um die aufzufangen. Vielleicht hole ich später nochmal das Ganze im Zuhause nach und schleife das Ding mal ein bisschen schärfer, dass man auch sieht, dass man da noch mit mehr schnitzen kann. Wie sowas, aber als Schneidwerkzeug durchaus geeignet. Das soll jetzt erstmal meine VA für dich gewesen sein. Vielleicht tue ich es später noch im Hobbykeller ein bisschen anschärfen und euch dann nochmal dazu holen. Okay, Benjamin. Dir und deinem Kanal weiterhin alles Gute, viele Grüße aus Heidelberg, der Gunter. Tschüss. So Benjamin, jetzt nochmal mit dem frisch geschärften Eiskratzer. Und jetzt sieht man, kann man sogar mit schnitzen. Also Messerersatz, Schneidwerkzeug, Plastikeiskratzer.
Okay, das soll jetzt meine VA für dich endgültig gewesen sein. Ich hoffe, es hat dir soweit gefallen. Ich wünsche dir und deinem Kanal weiterhin viel Erfolg und bis bald im Wald. Ciao.